Die Woche in 7 Minuten wird Ihnen präsentiert von Agrario, dem neuen Agrar-Job- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Wir machen Sie fit für Ihre Karriere. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Agrar heute TV, die Woche in 7 Minuten. Folgende aktuelle Landwirtschaftsthemen haben wir heute für Sie. Vegetationsreport. Wo war der Winter? Unterstützung auf dem Acker. E-Triebachse von Fliegel. Und wie immer unser Marktreport. Es ist wieder soweit. Seit dieser Woche sind wir wieder auf den deutschen Äckern unterwegs. In unserem ersten Vegetationsreport in diesem Jahr hat sich Pflanzenbauexpertin Kathleen Bremer den Stand der Winterkulturen angesehen. Wie auch im letzten Jahr haben die ersten Monate außergewöhnlich begonnen. Die Herbst- und Wintermonate waren sehr mild und die Vegetationsruhe ist fast ausgeblieben. Die Vegetation hat in diesem Jahr recht früh begonnen, beziehungsweise die Entwicklung, die vegetative Entwicklung der Bestände ist 3 bis 4 Wochen früher wie in Durchschnittsjahren. Die ersten Rübenbauern haben bereits schon in den ersten Märzwochen mit der Rübenaussaat begonnen. Und auch die Getreide- und Rapsbestände sind deutlich weit in der Entwicklung. Wie das genau ausschaut, sehen wir uns jetzt an. Begleiten Sie mich dabei. Die Winterkulturen sind in diesem Jahr sehr gut bis sogar üppig entwickelt. Hier können Sie eine Normalsaat sehen im Getreide und die hat 4 kräftige Triebe. Was kann man noch sehen, außer dass wir hohe Bestandesdichten haben? Auf den alten Blättern sieht man Septoria tritici. Auch in anfälligen Sorten kann man jetzt schon Mehltau erkennen und auch Rost. Achten Sie besonders auf Mehltau und Rost, wenn Sie morgens Tau haben oder in den nächsten Tagen Niederschläge angesagt sind. Die Wegzapfwelle für große Anhänger war bislang kein Thema. Das könnte sich durch die Elektrifizierung der Landtechnik ändern. Meine Kollegen von Traction haben einen Abschiebewagen mit E-Triebachse auf Herz und Nieren getestet. Auf der Agritechnica 2011 zeigte Fliegel bereits den Prototypen einer elektrischen Triebachse für seine Abschiebewagen. Heute sind bereits einige Exemplare im Praxiseinsatz. Neu ist dieses Feature für die Tridem-Abschieber. Gerade in dieser Größenklasse soll die Triebachse ihre Vorteile ausspielen können. Denn dank des zusätzlichen Schubs brauchen nicht ganz so viele Pferdestärken vorgespannt werden wie sonst üblich. Die Triebachse kann derzeit nur aktiv in Verbindung mit einem John Deere 6210 RE gefahren werden. Dieser ist aktuell der einzige serienreife Schlepper, der die benötigte elektrische Leistung zur Verfügung stellen kann. Über einen 20 kW Kurbelwellengenerator und den nachgeschalteten Umrichter liefert er drehzahlabhängig bis zu 480 Volt Wechselstrom. Der wird per Powerbus-Schnittstelle direkt an den Elektromotor der Triebachse geliefert, welcher mit bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute arbeitet und die Leistung über 2 Untersetzergetriebe auf die LKW-Achse überträgt. Weiter im Programm geht es mit aktuellen Kurznachrichten. Beim Agrarrat am Dienstag in Brüssel verständigten sich die EU-Agrarminister auf die Eckpunkte einer Reform der EU-Absatzförderung. Einig sind sich die Mitgliedstaaten und Europaabgeordneten, dass die EU zukünftig mit 75% den Hauptteil der Kosten zur Absatzförderung von Agrarerzeugnissen tragen soll. In Krisenzeiten sogar 85%. Für Rumänien, Portugal, Griechenland und Zypern soll der EU-Anteil um noch einmal 5% aufgestockt werden. Die griechische Ratspräsidentschaft möchte die neuen Regeln noch vor den Europawahlen im Mai unter Dach und Fach bringen. Ungewöhnlich mildes Wetter prägte den Start in die neue europäische Getreidesaison. Was die Wasserversorgung des Wintergetreides betrifft, verlief die Entwicklung in Europa sehr unterschiedlich. Vor allem im Südosten Deutschlands sowie in Bulgarien und der Ukraine war es jedoch recht trocken. Dennoch gibt die Crop Monitoring Agentur der EU-Kommission beim Weichweizen für Deutschland eine gute Prognose ab. EU-weit rechnet man mit 5,71 Tonnen je Hektar.
Bei Mais rechnet die EU-Agentur für Deutschland, Frankreich und Ungarn mit höheren Erträgen als 2013. Hier geht die Crop Monitoring Agentur der EU von einem Anstieg um 6,3% auf 7,03 Tonnen je Hektar aus. Die EU-Kommission legte diese Woche ihren Vorschlag für die Reform der EU-Bio-Verordnung vor. Ein Kernpunkt des Vorschlags ist die Verstärkung der Kontrollen entlang der Kette. Außerdem soll es zukünftig strengere Grenzwerte für Verunreinigungen durch Pestizide, gentechnisch veränderte Pflanzen und andere Stoffe geben. Die Kommission ist weiterhin der Auffassung, dass Nutztiere in ökologischer Landwirtschaft künftig zu 100% mit Biofutter gefüttert werden sollen. Eine Beimischung von bis zu 5% konventionellem Futter wäre dann nicht mehr möglich. Die bisherige Möglichkeit für eine teilweise Umstellung entfällt. Um mehr Kleinlandwirte für den Biolandbau zu gewinnen, soll ihnen eine Gruppenzertifizierung ermöglicht werden. Weiter geht es nun mit unserem DLV-Marktexperten Dr. Olaf Zinke. Heute beschäftigt er sich mit der Preisentwicklung beim Stickstoffdünger. Steigen oder fallen die Preise für Stickstoffdünger? Diese Frage haben sich Landwirte in den letzten Wochen immer wieder gestellt. Und die Signale von den Märkten waren durchaus unterschiedlich. Während nämlich die Kontraktpreise an den internationalen Märkten für die nächsten Monate nach unten zeigen, verteuerte sich Stickstoffdünger an den deutschen und europäischen Importhäfen im März relativ deutlich. Dieser Preisanstieg ist jedoch nicht so sehr das Ergebnis einer grundsätzlichen Veränderung der Marktverhältnisse, als vielmehr das Ergebnis eines kurzfristigen Angebotsengpasses. Grund für den aktuellen Lieferengpass sind die starken Preisschwankungen bei Stickstoffdüngern. Für Händler bedeuten diese Preisschwankungen enorme Risiken, weshalb die Lagerbestände so klein wie möglich gehalten werden. In diesem Jahr hat das Frühjahr und damit auch die Feldarbeiten in Europa sehr früh begonnen. Darauf waren weder Händler noch die großen Hersteller wirklich vorbereitet, weshalb Stickstoffdünger in Europa vor allem im März wirklich knapp wurden. Bei kurzfristigem Bedarf ist deshalb sogar mit weiteren Preisaufschlägen zu rechnen. Mittelfristig, also etwa ab April, dürften die Preise jedoch wieder zurückgehen. Das zeigen zumindest die internationalen Spotmarktpreise. Damit sind wir auch schon am Ende von Agra heute TV angelangt. Mir bleibt nur noch der Blick aufs Wetter. In Iserlohn wird es das Wochenende über meist sonnig, bei traumhaften Temperaturen von bis zu 20 Grad. Ob Sie das Frühlingswetter auch an Ihrem Heimatort genießen können, erfahren Sie wie immer kostenfrei unter www.agraheute.com im Profiwetter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Die Woche in 7 Minuten wurde Ihnen präsentiert von Agrario, dem neuen Agrar-, Job- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Wir machen Sie fit für Ihre Karriere.